Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Zaunkönig. Heute gibt es Part 2 von der Veranstaltung Drift auf dem Hockenheimring. Vorweg noch der Hinweis, dass ihr meinen Kanal unbedingt abonnieren solltet, falls ihr das bisher noch nicht getan habt, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Im heutigen Teil gibt es erst ein bisschen Action und zwei coole Interviews und danach etwa ab der Hälfte wieder ein bisschen Blödsinn und ich verspreche euch, es wird wieder mindestens genauso lustig wie in Teil 1. Übrigens an der Stelle vielen Dank an Rico, der mich dem Veranstalter von Drift vorgestellt und somit dieses Video ermöglicht hat. Und vielen Dank an Ronny und Florian für die Spontanität und den damit verbundenen mega coolen Tag. Die Links der beiden findet ihr unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. Wenn man es windmäßig überhaupt hört, ich fahre jetzt eine Runde Drift-Taxi mit Ronny, mit dem gibt es später auch nochmal ein Interview. Normalerweise würde ich sagen, habt ihr viel Spaß, aber den habe ich jetzt. Leute, ich glaube, das wird verdammt geil. Ich hoffe, dass man mich jetzt einigermaßen hört. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock da drauf. Und der Tag hat sich einfach so krass entwickelt. Ich lag heute im Bett und wollte einfach nur chillen. Jetzt sitze ich hier auf dem Hockenheimring und fahre Drift-Taxi. Also manchmal kommt es echt komplett anders, als man denkt. Wenn das nicht total geil ist, weiß ich auch nicht. Und ich sage euch eins, es ist so warm in der Jacke. Ich bereue so, dass ich die Jacke angezogen habe. Ah. Also du kannst den theoretisch so komplett auf der Straße bewegen? Oder wird so auf der Straße wieder anders. Okay. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass hier ist noch ein komplettes Straßenauto, was mit so einem Pro-Auto, mit so einem richtigen Pro-Drifter alles geht. Ja. Ganz andere Lenkwinkel, ganz andere Sachen. Absolut das hier ist geil. Halt jetzt noch wirklich Straßenfeeling, wie man es halt so... Man kann doch bei beim Sturz, glaube ich, noch was verstellen, oder? Dass genau, der Lenkwinkel, also mehr Lenkwinkel. Mehr Sturz. Das Auto hier hat halt relativ wenig Sturz, deswegen schiebt es halt über die Vorderachse. Ja. Und verschiedene Einstellungen, wo man halt noch machen kann. Aber trotzdem, das hier ist halt noch so pur, so wie es früher war. Hat keine Hilfsmittel, nichts gegeben, nur Lenkrad, Schaltung und die Bremse. Total geil. So verbringen wir unser Wochenende. Und das, Freunde, ist eine sinnvolle Art, sein Wochenende zu verbringen. Nicht daheim zu sitzen und sich abends zu besaufen bis zur Bewusstlosigkeit. Also kann man ruhig auch machen. Kann aber. Man auch machen. Und erstaunlich, dass eigentlich wirklich fast... Also ich sag mal, die Hauptanzahl der Autos sind tatsächlich E36, ne? Ja, BMW ist halt ein dankbares Auto und ja. Funktioniert immer. Und die Ersatzteilversorgung, wenn mal was dran ist, ist beim nächsten BMW-Händler oder beim nächsten Schrotti. Ja. Für E36 kriegst du halt schon schnell. Das ist richtig. Aber hier scheint es gerade einen größeren Crash zu gegeben zu haben, okay. Beziehungsweise einen Ausfall. Müssen wir mal schauen, wo es hängt. Jetzt sind wir einmal auf der Strecke. Aber es ist halt jetzt, wenn jetzt die komplette Veranstaltung rum ist, ist dann quasi nur noch freies Driften angesagt und ja. Dann kann halt jeder auf die Strecke und dann okay. Ballert hier jeder quer im Battle und was das weiß heißt ich im nicht. Prinzip, wenn ich jetzt mit meinem Privatauto hier wäre und ich würde mich jetzt anmelden, könnte ich hier rumfahren? Ja, jetzt nicht mehr, aber wenn du am Freitag gekommen wärst, hättest du ganz okay. Normal mit deinem straßenzugelassenen Auto mit Heckantrieb hier können teilnehmen. Okay, cool. Kann jeder machen. Also alle, die jetzt Bock haben zu driften, Leute, meldet euch an. Ich kann es euch nur empfehlen, es macht nämlich mega Spaß. Auf drift.de gibt es jede Menge Informationen rund ums Driften, vom, wie gesagt, Basic Einstiegstraining oder sogar einen Schnupperkurs. Du kannst einen Schnupperkurs machen, der geht 2 Stunden. Okay. Guckst du mal rein, kommst mit deinem Auto vorbei, ob das überhaupt was für dich ist. Das wäre mit dem eigenen Auto dann auch möglich. Das wäre mit dem eigenen Auto auch okay, möglich. Okay, cool. Weil es gibt ja zum Beispiel auch hier, weiß ich, dass ja der Hockenheimring, glaube ich, selber die, auch so Drift-Trainings veranstaltet. Macht, ne? Genau. Die haben halt, glaube ich, auch einen Stall voll E36 rumstehen. Nee, die haben
keine eigenen Autos, der Hockenheimring, die kann man sich entweder bei drift.de oder sonstigen anderen Firmen mieten. Okay, du kannst dir im Prinzip vom Street-Auto bis zum Pro-Auto alles mieten. Ja? Definitiv. Krass. Ist halt dann eine Frage natürlich, des Geldes, aber klar, so ein Straßenauto ist immer günstiger wie ein voll professionell aufgebautes Drift-Auto mit einem Team hinten dran und so weiter. Also du kannst ein ganzes Wochenende mit einem kompletten Team verbringen. Und du steigst nur ins Auto ein und es wird sich rund um die Uhr um dich gekümmert. Also du kriegst Essen, Trinken und volles Programm verpflegen. Du brauchst nur fahren. Ja. Gibt's alles. Yeah, feel good. Yeah, feel great. Yes, my time. That's why it's still late. You thought that you could pull me over, no red and blues. Thought that you could walk on me, well, you better get some better shoes. Because you're dead wrong. I'm a hit, getting strong. And they say I'm sick, bitch. And this in my mess gone. They told me not to drive motor with the technique, so the dream will never die. And no, I never lie. That's where the Jim Carrey, a life about nothing. Yeah, I've been Jerry, but then I kept on pushing, putting in that labor. One of them. Leute, ich würde lügen, wenn ich sage, dass mir nicht schlecht ist. So Leute, ich hatte auf jeden Fall einen richtig geilen Tag und ich sitze jetzt hier mit dem Florian. Florian ist quasi der Veranstalter von Drift und ich habe ihn einfach darum gebeten, dass er uns mal vielleicht noch zwei, drei Worte dazu sagt, was hier eigentlich genau gemacht wird. Wir sitzen übrigens gerade im Auto, weil es echt brutal windig ist, aber jetzt ein kleines Interview auf jeden Fall mit dem Flo. Flo, erzähl einfach mal, was macht ihr hier eigentlich, was ist Drift? Das fängt vor einer ganzen Weile an und zwar vor 10 Jahren hatten wir festgestellt, dass es halt keine Einstiegsmöglichkeiten gibt, um irgendwie in Driftsport reinzukommen. Okay. Ich hatte da spaßeshalber zweimal an einer Drift-Challenge teilgenommen und das eine Mal mit einem Kart mit Wankelmotor, einfach so als Scherz und es gab halt viele Fragen, wie kommt man überhaupt dahin, wie kann man sowas lernen? Ja. Und da gab es halt einfach nichts. Dann haben wir beschlossen, wir machen eine Driftschule. Unter dem Namen drift-schule.de war das damals. Und haben angefangen, Drifttrainings anzubieten. Ja. Komplett für Einsteiger, verschleißfrei, auf Gleitflächen. Und hatten dann irgendwann Fahrer bei uns, die da immer wieder teilgenommen haben, die dann aber sich weiterentwickeln wollten. Und die dann gesagt haben, wir brauchen fortführendes Training. Dann haben wir so ein Training entwickelt. Irgendwann wurden die immer besser. Ja, wollten die mehr Trainingszeit, dann haben wir angeboten, freies Fahren bewässert, damit es verschleißfrei ist, damit es für den Anfang ganz gut funktioniert und haben das eine ganze Weile gemacht. Und viele, die heute im Driftsport unterwegs sind, waren damals schon als Teilnehmer bei uns mit bei unserem freien Fahren dabei. Dann gab es einige Driftmeisterschaften, an denen die Leute teilgenommen haben, die bei uns begonnen haben, die da auch richtig erfolgreich irgendwann waren. Die gab es jetzt einige Jahre lang und dann wurde der Driftsport in Deutschland aber nach und nach immer professioneller. Und inzwischen ist es so, dass es Serien gibt, die schon so viel Aufwand erfordern, dass das für einen Amateur gar nicht mehr leistbar ist. Haben wir uns dann gesagt, da muss wieder so eine Einsteigerserie her, die trotzdem professionell durchgeführt wird, die aber die Coolness von dem Driftsport mit der Professionalität vom Motorsport verbindet. Und gerade das Driften wird schon von vielen Motorsportlern immer noch so ein bisschen schief angeguckt. Und wir haben eben gesagt, wir wollen die Drifter heranführen zu Motorsportlern, ohne dabei eben aber diesen Charakter des Driftsports zu verlieren. Und ich denke, das haben wir jetzt hier dieses Wochenende sehr gut hingekriegt. Also es ist schon so, dass der E36 halt eigentlich immer noch das Klassiker Einsteigerauto ist und dass sich bei vielen Fahrern vom Anfangsauto, mit dem man begonnen hat, bis hin zum Profiauto weiterentwickelt und immer weiterentwickelt wird. Ja. Ich danke dir vielmals fürs Interview. Es hat mir richtig Spaß gemacht heute bei euch. Und hoffen wir, dass es so weitergeht. Und noch eine kleine Anmerkung, Leute. Es heißt immer, Motorsport ist extrem teuer und es stimmt bedingt. Ich bin zum Motocross gewechselt, weil es einfach günstiger ist. Und wenn jemand, glaube ich, eine relativ günstige, sage ich mal, Möglichkeit sucht, so ein bisschen auch in diesen Automotorsport einzusteigen und sagt, so dieses klassische Rennefahrer ist nicht so mein Ding, dann entweder Slalom zum Beispiel, glaube ich, wird relativ dankbar angenommen beispielsweise, oder eben sowas wie hier. Und ganz ehrlich, es ist schon verdammt geil und macht mega Spaß. Meine Oma hat immer gesagt früher, oh, hast gutes Wetter mitgebracht in unserem schönen Oderwälder Dialekt, aber bitte, guckt euch mal. Es kommt auf dem Handy gar nicht so raus, gell? Ey Max, du wolltest schon, dass ich dich von deiner besten Seite zeige. Ich hab dich jetzt von hinten drauf. Ist das okay? Ja. Ein paar Sekunden später. Leute, ich bin batschnass. Und mein Puschel vom Mikrofon. Ich glaube, ich brauche neue Puschel. Holy fuck. Ey, ganz ehrlich, wie geil wäre das gewesen, wenn ich auf Video gehabt hätte, wie mir laufe und von einer auf die andere Sekunde batz. Es war ja sowas von sick. Schock drauf, ne?
Oh Scheiße, stimmt! Oh nein, Alter! Alter, einen Scheiß schiebe ich an, gell? Hier ist absolut klar, dass egal wann wir gehen, dass wir einfach komplett versiffnass sind, oder? Und hier ist auch klar, dass von einem Push mit meinem Mikrofon, dass es nach toter Katze riecht jetzt, oder? Der Steffen geht jetzt nur von organisieren, Regenschirm. Und wir hoffen, dass es klappt. Ich muss aber auch noch durch die Regen durch, ne, ihr Penner. Das habt ihr euch wieder super überlegt. Wie sieht's denn aus mit Regenschirmen? Ey, wenn irgendwas rumfällt, was alt ist, ist egal. Wir müssen nämlich noch das Auto anschieben. Wir haben ein bisschen ein Problem. Das ist schon mal besser, als wenn... Okay, groß ist er nicht, aber... Ja. Probieren wir es mal. Mensch, was er... Ich weiß nicht, von wem er gehört. Russisches Sprichwort heißt übrigens, dass man keine Schirme im Gebäude aufmachen soll. Das bringt Unglück. Ah. Ja, moin. Groß ist er nicht. Und ich sag's nochmal, Hockenheimring hat das beste Personal. Danke. Vielen Dank. Ciao. Alles Gute. Danke. Das gibt's gar nicht. Hallo, ich bin Steffen und ich hab Regenschirm. Das ist doch echt eine Frechheit. Aber es bringt halt an. Sollen wir jetzt zu zweit ganz romantisch am Schirm laufen? Das bringt was so nett. Doch, der bringt was. Guck doch. Dich, dieser. Und ich nehm was? Der geht jetzt zu Nein organisiert nach Mund. Nein, das macht er nicht. Ey, doch bitte. Komm. Seid ihr bescheuert? Das klappt nie im Leben noch ein zweites Mal. Das klappt nie. Mahlzeit. Wollen Sie was zu essen bestellen oder einen Schirm? Ja, Essen bestellen. Ich bräuchte einen Schirm. Haben Sie einen Schirm? Wer? Ich organisiere Ihnen was zu essen und Sie organisieren mir einen Schirm. Ist hier niemand? Ja, im Prinzip. Ja, sollte wieder kommen. Du magst, da wird gerade Pizza bestellt, bist du ein? Einmal Nummer 53 mit Tomaten, der große. Großer Salat mit Tomaten und Zwiebeln. Und grünen Salat und Zwiebeln und hausgemachte Dressing. Also eine Sache verstehe ich jetzt nicht ganz. Das ist mal wirklich zu Das ist ein Hotel. Okay? Und dahinter ist das Restaurant vom Hotel. Warum bestellt er an der Rezeption Pizza und der Rezeptionist ruft für den bei der Pizzeria an? 2000 Jahre später. Eine Frage nur. Habt ihr einen Schirm noch? Irgendein alter Schirm rumliege irgendwo? Gar nichts. Mach doch da den... Wen? Das Team schaffen. Wir wollen ein Geld verdienen. Wollt ihr... Würdet ihr uns das Geld zurückverdienen? Würdet ihr uns an eine Parkplatzfahne eventuell? Wir sind zu viert. Ja, ich mach das. Ich war gerade nur Sportkommissar Staub. Ehrlich? Ich war draußen. Alles klar. Nur, dass ihr es wisst, wir werden von dem Team ans Parkplatz gebracht. Ja, das ist nicht geil. Der Typ, der kann labern, das ist doch nicht normal. Wie ist euer Teamname? Niederschneider? Niederscheider Motorsport. Peugeot 308 TCR Germany. Ihr habt's gehört. Richtig geiles Team, richtig korrekte Leute. Nehmen wir uns mit an den Parkplatz. Wobei es gar nicht mal so schlimm ist jetzt eigentlich. Tja, Leute, ins Zimmer hoch mit dem Zeug, ja, jetzt aber. Kein Problem. Meine Mutter hatte vor 20 Jahren die allerselbe Frisur wie der Hund. Und ich habe Bilder, da hatte ich genau die Frisur. Das war sauber gemacht. Nee, ich schwör's dir, meine Mama hatte genau die Frisur. Sorry für die Umstände. Aber danke fürs Mitnehmen. Wär's für dich okay, wenn du in meinem Video drin bist? Weil ich mach so ein bisschen Video für YouTube. Wenn du willst, kannst du ein bisschen was über euer Team sagen, was ihr hier macht. Wir fahren die TCR, die Tourenwagen-Serie. Okay. Mit dem Peugeot 308. Wir sind ein Team aus Österreich. Und gewinnen damit, fertig. Wie heißt euer Team nochmal? Ich hätte das. Niederscheider Motorsport. Das ist ein Tiroler. Rechts, ne? Ja. Kommen aus Lienz. Du fährst gerade rechts. Ja. Im Motorsport hält man einfach zusammen. Das sage ich seit Jahren. Ehrlich. Was macht ihr da? Wir haben jetzt zugeguckt. Ich habe ein bisschen was für YouTube produziert. Und ich bin früher aber auch selber Rennen gefahren, aber mit dem Motorrad. Bergrennen in Österreich, Landtag, wenn es dir was sagt. Okay. Leute, wartet auf mich! Oh, jetzt ist die Frage, ob der Lüfter noch läuft. Also kurz zur Erklärung, der Max hat vorhin den Lüfter angelassen, weil der hat ihn extra gesteuert mit einem Schalter. Und er hat die Befürchtung gehabt, dass der Lüfter noch an war, dann wäre die Batterie jetzt leer. Läuft er? Nein! Nein! Mach lieber erst das Auto! Oh, immer
meine, was ist das? Hat er jetzt zugemacht? Wie weit war das offen? So. Oh mein Gott!